Was geht ab, Leute? Mein Name ist Wildes Chaos oder auch Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder einen MX-Vlog und zwar einen etwas besondereren, denn wir fahren auf eine Strecke, die ich bisher schon sehr häufig besucht habe, aber eben noch nicht auf YouTube gezeigt habe, da ich dieses Jahr noch nicht einmal dort war. Dementsprechend freue ich mich sehr darauf. Die Strecke ist ziemlich einfach eigentlich und dadurch ist das für mich immer ein guter Maßstab, da ich auf anderen Strecken natürlich auch viel lerne und mich weiterentwickle. Und dadurch, dass sie so einfach ist, weiß ich natürlich auch, wo ich noch Probleme habe und so weiter, und dann kann ich natürlich dort direkt das Ganze anwenden und sehe halt, ob ich mich verbessert habe in der letzten Zeit oder ob ich vielleicht immer noch Probleme habe. Meistens ist es wirklich so, dass ich dort mal wieder nach Ewigkeiten hinkomme und merke, dass eigentlich einiges echt viel einfacher läuft. Ich bin sehr gespannt darauf, freue mich wie gesagt riesig und dann schauen wir mal, wie es morgen läuft. Ja, ihr habt richtig gehört, erst morgen, denn aktuell ist es glaube ich 12:30 mitten in der Nacht und da fahren wir jetzt natürlich nicht mehr dorthin, denn erst morgen früh geht's los. Ich habe alles schon gepackt, der Anhänger ist dran und dementsprechend geht's dann auch morgen los. Ich mache jetzt nur das Intro heute Abend schon mal, denn ich habe dann mehr Zeit zum Schlafen. Dementsprechend sehen wir uns dann morgen einfach an der Strecke wieder. Also bis gleich. So wie ihr sehen könnt, sind wir an der Strecke angekommen. Ich bin sehr motiviert. Ich habe die Strecke angeguckt und es sieht sehr gut aus. Ich bin noch nicht gefahren, aber ich glaube, das wird was Gutes. Ich werde sehen, was draus wird. Aktuell ist es auf jeden Fall richtig, richtig windig. Deswegen muss ich das hier drin aufnehmen. Aber Motorrad ist auf jeden Fall ausgeladen. Hübsch, oder? Jedenfalls werde ich mich jetzt umziehen und dann wird es auch bald losgehen. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich freue mich. Es wurde auf jeden Fall gewässert, als ich gerade angekommen bin. Deswegen hoffe ich auf was sehr Großes und dann werden wir gleich sehen, was abgeht. Attention, girl, I know you, but you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, but I just want it. Was ist passiert? Ja, der Kleine ist ein bisschen abgebogen und es kam von hinten und hat ihn weggerammt. Von oben? Nee, also ist nicht draufgesprungen oder so? Nee, nicht da auch. I just need love,
Someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. Oh, I just need love, someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. When my life is in a rut. When my life is in a rut. When my life is in a rut, yeah. Love. My life's turned 25. Thank God every single day I'm alive. Cause this year a whole lot of people died. A whole lot of change happened. A whole lot of people cried. Yeah. And life's turned 25. I need a drink less and I hit my pride. I need to kill stress. All these bitches I tried. I need a big mess. Get some money on the side. When I drink, but still I could really give a fuck what you think. Last you let me get the pink and just fuck you by the sink. These are thoughts that I think. I'ma pop before you blink. No, no, it's Polo. Take photos. Go, go. Leicht staubig, aber so ist es nun im Sommer. Scheiße. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ja, hallo. Wie fanden Sie es heute? Sensationell. Sensationell? Super. Schön, guck mal, schön gewässert. Frisch geschoben. Super. Top, oder? Top. Aber besser als nicht fahren. Und besser als zu manchen anderen Tagen hier. Ja, das stimmt. Ja. Was haben wir für technische Probleme? Wir haben einen kleinen Lagerschaden. So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Riders Chaos und auch Jonas. Hier ist die Stadt gerade. Eigentlich geht es beim Rendern hier direkt rein. Aber in der normalen Runde ist hier die 180-Grad-Kurve eher das Ding. Hier geht es dann hoch. Dann geht es wieder um die Kurve. Zwei Sprünge, hier geht's wieder runter. Nochmal runter. Hier kommt eine enge Kurve. Ich muss sagen, das ist jetzt meine letzte Runde wahrscheinlich gewesen, deswegen meine Kraft ist komplett leer und ich kann auch wirklich nicht mehr. Der letzte Sprung war jetzt wirklich absoluter Mühe und Not. Es ist auch richtig staubig, wie ihr seht. Also ich kann mal hier ein bisschen sauber machen, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Es ist auf jeden Fall für diese Strecke hier eigentlich ein ganz guter Zustand, vor allem heute am Anfang gewesen. Wie gesagt, die machen jetzt gleich zu und dann werde ich mich auf den Weg nach Hause machen. Aber ich denke, wir hören uns dann nochmal. Also ab geht's zum Einladen. Es war auf jeden Fall ein echt guter Tag. Ich bin sehr zufrieden mit mir, auch mit der Strecke war ich ganz zufrieden. Wie gesagt, es waren nicht die besten Zustände dort auf der Strecke, aber glaubt mir, es gibt dort manchmal Tage. Dass das heute ein Traumtag, dementsprechend sollten wir uns nicht beschweren. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Julius war, denke ich, auch ganz zufrieden mit mir und dementsprechend war es ein echt guter Tag, rein fahrerisch. Ich bin jetzt gerade noch am Ausladen, also es ist noch einiges zu tun. Anhänger ist noch dran, Motorrad ist aber immerhin schon mal ausgeladen. Muss nur noch die ganzen Taschen wegschaffen und dann Anhänger abmachen, hinstellen und dann bin ich auch schon fertig. Und das war es dann auch schon für heute wieder. Ich werde jetzt, wie gesagt, mich noch fertig machen. Sehe auch im Gesicht noch ziemlich dreckig aus. Deswegen werde ich mich dann auch noch unter die Dusche begeben. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wie immer pünktlich um 12 zu einem neuen Video wieder. Falls ihr euch das nicht merken könnt, könnt ihr natürlich gerne die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr meine Pop-Up-Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Abonniert mich gern, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ist es gratis für euch und unterstützt mich sehr. Also würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt gerne einen Kommentar, wie euch das Ganze gefallen hat. Vergesst den Daumen hoch nicht. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche Sonntag wieder. Also dann, Leute, macht's gut und ciao. Why does need love? Someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. Why does need love? Someone I could trust, someone.
Mein Name ist Riders Chaos oder Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Das Original.